der den hier gecastet oder was, dass der das überlebt hat, der eine. Können wir mal den Wolf wieder reinholen. Cool, da sind nochmal Pfeile. Die können wir gebrauchen. Oh fuck, ich hätte es besser hier hingeschmissen, ey. Was zur Hölle ist denn hier los? Was geht denn da ab? Nein! Was war denn das? Ich bin hier nicht mehr weggekommen. Ah, ist das ein Champion Pack, oder? Oh Gott, ich stecke mittendrin. Was zur Hölle? Ich glaube, das ist ein Champion Pack. Alter, 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 alter. Ja, das ist ein Champion Pack. Okay, jetzt haben wir hier unser erstes Champion Pack. Gut, komplettes Champion Pack oder Redstone Golem? Na gut, der hat gerade noch gefehlt. Ich könnte mich mal heilen. Uah. Oh fuck! Komm hierher. Ich will dir hier einen mitgeben. Oh ja, aber das hat nicht viel ausgemacht eben. Ja, danke. Boah, fuck it, ey. Ich muss weg von dem. Muss gleich einfach so mal heilen, ey. Deshalb, wenn man so in der Kante da steht, dann geht das nicht gut. Haben wir irgendeinen anderen Bogen noch, der macht auch so wenig Damage, ne? Jetzt haben wir alles Gute. Haben wir weggeschmissen eigentlich. Ich muss mich gleich heilen. Alter, warum habe ich denn jetzt noch weniger Energie? Uff. Alter, das war ja komplett leer, Mann. Hat. What the fuck, ey. Komm, Hund. Geh mal gucken. Ich glaube, ich habe nur noch dieses eine Leben, oder? Oh, oh, geh mal rüber da. Ah, ich bin Lava. Nein. Fuck, ey. So unnötig. Wo waren jetzt die Lava hier? Ey, komm, ich gehe nicht gucken. Dann finde ich es nämlich wieder. Ich muss es nicht unbedingt nochmal finden. Oder dass ich den Redstone Golem erstmal los bin. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Bomberman. Treffe ich hier irgendwas? Ja, den Golem. Oh oh. Ja, gut. Aber down ist er. Ich versuche ihn auf jeden Fall noch kaputt zu machen. Auch in der Sackgasse, ne? Scheiße, ey. Muss ich ihn hier rüber pullen und dann. Ui. Komm, Hund, halt hier mal ein bisschen auf. Das wird zwar nicht lang dauern, aber egal. Das ist gar nicht aufgehalten. Ich glaube, ich habe keine Pfeile mehr. Und ich laufe schon wieder in der Sackgasse rein. Uff. Ja, das richtige Ausweichen macht auch ein bisschen was aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und da kann er einfach durchlaufen. Also das würde ich jetzt mal noch testen. Geht halt nur, dass man da keine Sprenggeschosse abbekommt. Jawohl. Nice. Gib mir Smaragds, Baby. So, jetzt könnte aber der Schatz hier weggehen. Aber mehr gibt er auch nicht, außer ein paar Smaragde. Schabusa. Busawebo, bababa. Ey, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ich krieg den nicht. Jetzt. Durch das Stun ist natürlich schon nice. Oh, Flammenköcher nochmal verbessert. Oh, Söldnerrüstung. Das hört sich doch schon mal gut an. Mehr Gesundheit. Ja, deutlich mehr Gesundheit. Schadensverringerung 35% und Schadensverstärkungsaura für Waffen. Das ist gut. Das klingt echt gut. Zack. Was ist denn jetzt los? 100%. 100 glänzend. Ah,
Das war der 5000. Okay. Verwerten wir den hier. Verwerten den hier. Verwerten den hier. Und jetzt haben wir wieder hier nochmal ein bisschen was zum Verzaubern. Aha. Dann haben wir hier Entdecker. Da kriegen wir immer wieder ein bisschen Gesundheit zurück. Haben keine andere Auswahl. Und hier Schneeball. Okay. Oder Angriffsgeschwindigkeit erhöht sich, wenn weniger. Ne. Geschwindigkeitsenergie finde ich ganz nice. Machen wir die doch mal. Machen gleich noch einen zweiten drauf. Ja, komm. Machen hier auch noch einen zweiten drauf. Ich weiß, hier könnte man auch noch einen zweiten auf Schwächung machen. Das wäre halt auch interessant gewesen, aber egal. Jetzt haben wir es so gemacht. Okay. Weiter geht's. Gucken, was wir noch erreichen können. Ja, machen wir so weg. Ich möchte jetzt hier nicht für die zwei Gegner. Ja, das macht, glaube ich, schon eher Sinn. Da hat's gescheppert. So, jetzt habe ich das Schattengebräu. Jetzt müssen wir einen Gegner auswählen, der Sinn macht. Das ist der Magier. Weil der könnte am meisten Nerven knallen. Ah, jetzt haben wir wieder einen Decker bekommen. Siehst du immer, wenn wir... Und jetzt kriege ich Geschwindigkeitsboost, wenn ich ein Artefakt mache. Das können wir natürlich schon... Oh, oh. Okay. Caster? Oh, du Drecksau. Stirb, Mann. Explosive Totems. Uff. Hab mich doch voll erwischt, ey. Ah, da hinten. Jetzt hat er sich selber in die Luft gesprengt, oder was? Nice. Nochmal ein paar Pfeilbündel bekommen, aber gesundheitlich sieht es gerade nicht so gut aus. So. Lass uns gucken, dass wir hier durchhalten. Ja, Entdecker gab wieder. Wieder ein bisschen Gesundheitsbuff. Aber das macht ja auch nicht wirklich viel aus. Aber ist auch besser als nix eventuell, sag ich mal. Aua, ja. Ist ja denn, dann kommt irgendjemand da hinten um die Ecke und haut ja so einen dicken Pfeil in die Schnauze. So, heilen wir uns einfach mal. Caster muss weg. Oh, ein Apfel zum Regenerieren. Und ist auch schon wieder tot, oder was? Okay, komm, gib mir die EP, Mann. Ja, nice. Gib ihm Schnetzeln mit dem Schwertchen. Oh ja, nice. Oh! Nochmal ein Endersäbel, ist der besser? Nee, ist er nicht. Shit. Fuck. Fuck it. Ich dachte, der wäre besser. Komm ja. Ah, nee, guck mal, wie clever der ums Feuer gelaufen ist, die dumme Sau. Ich dachte wirklich, der würde reinlaufen, ey, Mann. Ey, Mann. Oh, Zauberer. Wegmachen, damit ich hier leichteres Spiel habe. Oh, nee, da ist der Zauberer irgendwo. Der muss erst weg. Sehr gut. Großhammer. Ja, man könnte den hier auch mal ausprobieren, aber ich mag diese Geschwindigkeit der Waffen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und da ist der Großhammer vielleicht nicht so ganz meins. Nochmal ein Endersäbel, aber der dürfte die gleiche Stärke haben. So, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen da oben hingucken. Ob da nicht noch was ist.
Na gut, zumindest mal... Oh, ein grüner Großhammer. Das ist doch eine deutliche Verstärkung. Der macht 61 Nahkampf. Puff, das tut natürlich weh. Den werden wir mal zumindest mal nicht zerstören. Und haben auch nochmal hier nochmal drei Verzauberungen zur Auswahl. Aber ich weiß nicht, ob ich den benutzen möchte. Ich probiere ihn aber mal. Ohne Witze. Puff, puff. Okay, der ist definitiv langsam. Aber der macht ja dafür auch den dazugehörigen Wumms. Jetzt spielen wir den natürlich ohne Verzauberung gerade. Was ist das hier? Ah, Schweinefleisch. Sehr gut. Oh ja, gut, okay. Das ist aber halb One-Hit-Massaker. Da muss ich nicht rumschnetzeln. 498 mit dem Schattengebräu. Naja gut, hier schreddert man eben, ne? Ich glaube, das ist momentan die beste Wahl, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist die beste Wahl momentan von dem Zeug, was wir haben. Ich glaube, den sollten wir verzaubern. Der macht richtig Wumms. Oh ja. Oh ja, Freunde. Das ist eine Waffe. Bam. Die haut Schädeldecken ein. Was? Na, guck mal da. Brot. Fell. Und ich glaube, wir müssen aber hier lang. Also ich denke, wir werden... Ja, zeigt ja auch der Weg lang. Wir werden da hinten nochmal in die Sackgasse gehen. Weil vielleicht finden wir ja noch was wir ganz gut gebrauchen können. Um hier dann letzten Endes auch den Boss zu schaffen. Weil ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, wir haben nur noch ein Leben. Bin mir aber nicht 100% sicher. Kann mich auch täuschen. So, hier können wir noch ein bisschen meinen. Wir haben ja die Spitzhacke. Könnten wir tatsächlich mal machen. So, ich habe nichts zum Verzaubern. Ich müsste das hier kaputt machen. Das möchte ich aber auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite... Ja, komm, der Hammer ist die beste Wahl. Wir brauchen... Bei so Spielen muss man wirklich... Darf man nicht festhalten, ne? Verursacht mehr Schaden gegen Untote. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden Gegner betäubt. Das wäre natürlich auch interessant. Oder hier verursacht erhöhten Schaden bei bereits verwundeten Gegnern. Gut, da haben wir die meisten töten. Würde ich das jetzt bei der Betäubung vorziehen? Machen wir doch mal. Okay. Ja, bei so Spielen darf man wirklich nicht so festhalten an dem Loot. Es wird einfach mit der Zeit schlecht, bis man, weil man ja auch ständig im Level steigt. Und ja, das dauert eben nicht allzu lange, bis... Das war jetzt ein schlechterer Großhammer zum Beispiel. Ich glaube, jetzt kommt Bossfight. Ja, genau. Hier haben wir sogar einen Boss, das Redstone-Ungetüm. Das war hier mit taktischer Raffinesse besiegen können. Ne? Wenn wir hier nämlich durch den Lava laufen. Boom. Nicht getroffen. Oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich ganz vergessen, dass er ja auch den Scheiß hier macht. Oh, geil. Abgefangen, ey. Leute, ich habe ihn nicht getroffen damit. Komm, jetzt aber. Habe ich mich selbst getroffen damit. Uah, wie auch aussah. Lauf zu brennen, Mann. Ich treffe ihn nicht. Ich muss ihn mit diesen Dingern treffen. Schon wieder nicht getroffen. Fuck it, ey. Ah, jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt hat's Wumms gemacht. Aber der ist eigentlich nicht so schwer. Okay, wir müssen ja immer warten, bis... Hat er auch nicht getroffen. Eigentlich, ne? Wenn man ihn trifft, ist er nicht... Letzte Chance. Uff. Fick, ey. Oh Mann. Wo ist es denn? Wenn man ihn trifft, ist er nicht so schwer. Aber wenn man ihn nicht trifft, dann... ja, ich komme aber nicht in den Bossfight rein. Was ist denn das für ein Mist? Das ist natürlich auch gut. Letzte Chance und... Ah doch, hier rum müssen wir. Okay. Okay, das ist cool gemacht eigentlich.
Ich fand den nicht schwer, weil der, weil ich ihn laufend getroffen habe, aber hier treffe ich ihn nicht. Da kann man den stunnen? Ah, jetzt, weil er bei Mund ist, ne? Jetzt treffe ich ihn. Ne, hat nicht getroffen. Was soll der Scheiß? Ich hab den doch voll erwischt, ey. Bin ich mir absolut sicher. Verdammte Axt, ey. Warum treffe ich den nicht? Das gibt's doch nicht, der läuft doch da voll rein, ey. Uff. Ich treffe ihn halt absolut gar nicht, ne? Ich muss mich mal gleich wieder heilen. Ich hoffe, komm schon hierher, Mann. Ich treffe den nicht. Sorry, Dudes. Boah, Heiltrank. Alter, was ein Fight. Ich treffe ihn aber nicht. Das ist mein großes Problem gerade an der Geschichte. Halt auch so ein bisschen hitten. Da sind die Würfel gefallen. Boah, Mann, jetzt habe ich gerade ganz richtig kassiert, ey. Verdammte Axt, ey. Und ich habe, der Heiltrank ist noch lange nicht in Sicht. Nein! Die Lava rein. Verdammte Axt. Braucht den Hund. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, fuck, ich bin tot, ey. Der Heiltrank jetzt nicht gleich kommt, bin ich tot. Jetzt komm, 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 Heiltrank. Go, go, go. Ah, ich kann hier nicht rausschießen, ne? Oh, mit dem Zauber. Das ist ja mies. Ah, der kämpft gerade gegen den Hund. Geben wir ihm mal Damage. Damage, 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 die Damage. Wieder. Und das Beste. Nice Hit. Ich krieg ihn wieder. Oh, ich hab ihn wieder erwischt. Diesmal habe ich ihn nicht erwischt. Oh ja, nice, 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 nice. Und ich habe den Heiltrank nochmal. Die Chancen sind gerade stark gestiegen, dass wir es schaffen. Und ich habe den Hund nochmal. Und Level up. Null. Komm, baller ihn weg. Jawohl, Mann. Puh.
Die Situation noch gerettet. Oh, namenlose Klinge. Das klingt doch gut, ey. Namenlose Klinge. Oh, guck mal das sexy Teil an. 37 Nahkampf. Aber okay, das ist natürlich jetzt nochmal was, was wir auf jeden Fall ausrüsten müssen. Und dann, ihr seht schon, man muss ständig irgendwas wegwerfen. Verwerten, zack. Zack. Komm, den ganzen Scheiß hier verwerte ich jetzt auch. Den brauchen wir nie wieder. Weil der alles so low ist der jetzt mittlerweile schon. Was haben wir denn hier? Schärft deine Waffe, wodurch sie mehr Schaden zufügt. Giftwolke, das ist auch sehr nice. Für viele Gegner. Frost verlangsamt Kreaturen nach einem Treffer um 3 Sekunden. Das ist auch nice. Was haben wir hier? Erhöhten Schaden bei bereits verwundeten Gegnern. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden Gegner betäubt. Und hier verursacht mehr Schaden gegen Untoten. Ich hätte gerne das betäubt. Und dann würde ich hier sagen, machen wir die Giftwolke noch. Stell dir mal vor, du betäubst und machst Gift. 15 Schaden pro Sekunde. Das ist nice. Ulo. So, okay. Wo müssen wir jetzt lang? Jetzt nicht in die Lava laufen und sterben? Dann Mission gefailt. Das wäre natürlich ultra lustig. Aber nicht für mich.